Mein Vater wollte nicht mehr, dass ich mit Buben zusammen bin. Der meinte, das ist zu gefährlich. Er meinte, wärst du wie deine Schwestern zu Hause geblieben, dann wäre das alles nicht passiert. Ein Bombenattentat. 17 Tote, sagen sie. Nur eine Zahl. Nur eine Zahl in den Berichten und Zeitungen. Aber eine Zahl mit 17 Geschichten dahinter. Mit 17 Familien, die trauern und die einen lieben Menschen verloren haben. Aber in diesen Berichten liest man nur von Zahlen. Manchmal hört man von einer entfernten Tante oder so, die es getroffen hat. Aber diesmal hat es uns getroffen. Diesmal hat es meinen Vater getroffen. In derselben Nacht befinde ich mich auf der Ladefläche eines LKWs unter einer Plane. Die Straßen werden streng kontrolliert, es wird gekämpft und gemordet. Es ist Krieg. Ich habe nie geglaubt, dass meine Geschichte eine Geschichte ist. Aber hey, mittlerweile sind da bereits mehrere Kapitel. Das nächste Kapitel wäre dann im Gefängnis, in der Ukraine. Skocha Maden. Der Junge spricht meine Sprache. Europa. Und überall riecht es nach Parfum.